Nachhaltigkeit gibt es als Thema schon seit 300 Jahren von Karl von Carlowitz, aber heute redet man darüber in einem sogenannten Dreieck zwischen Umwelt, Sozialem und Wirtschaft. Das muss miteinander in Harmonie stehen. Auch wissen Sie, unter diesen 100 Leuten ist auch jemand wie Craig Venter, der im Wesentlichen Gentechnik und Genmanipulation macht, und der macht für die Umwelt überhaupt nichts. Wenn etwa 7 Milliarden Menschen so leben würden wie die heutigen Amerikaner, dann bräuchten wir 5 Erdbälle. Das geht nicht, haben wir nicht. Wenn wir es schaffen, 5-mal weniger Fußabdrücke, Raumverbrauch, Energieverbrauch, Wasserverbrauch für unseren wunderschönen Wohlstand zu haben, im Vergleich zu dem heutigen Lebensstil der Amerikaner, dann würden wir mit dem einen Erdball wieder sehr gut auskommen. Also Verfünffachung der Ressourcenproduktivität, der Menge Wohlstand, die wir aus einem Liter Wasser, einer Kilowattstunde oder ein bisschen Mineralien herausholen. Das Wichtigste war schon 2010, da kam es auf Chinesisch aus. China ist ja so der ganz große aufstrebende Gigant. Die werden die USA überholen in Wirksamkeit. Und die Chinesen sagen mir, die Grundgedanken von Faktor 5 sind bei uns im 12. Fünfjahresplan. Wir können mit dem Wohlstandswachstum in China gar nicht weitermachen, wenn wir nicht dramatisch effizienter werden im Umgang mit materiellen und energetischen Ressourcen. Ich habe nichts dagegen, wenn gute Journalisten für das, was ich sage, wunderschöne neue Wörter verwenden. Das wandert ja auch immer ein bisschen. Früher sagte man meistens Umwelt, jetzt sagt man immer Nachhaltigkeit, dann wird man wieder irgendwas anderes finden. Die Hauptsache ist, dass wir lernen, so zu handeln, dass auch unsere Enkel daran gefallen haben. Ich bin natürlich wie heute jeder ziemlich stark vernetzt. In diesem Fall war ich bis vor wenigen Tagen der Co-Präsident des International Resource Panel, des Internationalen Ressourcenpodiums oder was, wie immer man das nennt. Ein Club, etwa 25 Wissenschaftler weltweit. Und dann bin ich Co-Präsident des Club of Rome, der sich ja schon seit 1972 intensiv und öffentlich wirksam für die Nachhaltigkeit einsetzt. Aber im Übrigen ist man in vielem auch Einzelkämpfer. Ich komme immer mal wieder mit Ideen, die bei den anderen nicht beliebt sind. Manchmal überzeuge ich sie, manchmal auch nicht. In Bezug auf meine Weltreisen, also wenn ich mal nach China muss oder nach Kalifornien oder so, bin ich eine Katastrophe. Ich fliege viel zu viel. Aber zu Hause ist eigentlich alles sehr schön, gemütlich und nachhaltig. Also wir leben zusammen mit einer unserer Töchter und deren Mann und 3 Kindern und furchtbar vielen Leuten, die ins Haus kommen, und wir haben ein Auto. Benutzt bei uns in der Familie mal meine Frau, mal ich und manchmal eben auch die Kinder. Aber wir brauchen wenig und unsere Nahrungsmittel holen wir vom Ökomarkt oder so. Das ist auch alles sehr schön. Die Kinder sind meistens mit Fahrrädern unterwegs. Wir verbrauchen eigentlich nicht viel, aber das ist längst nicht gut genug, um diese schrecklichen Flugreisen zu kompensieren.